Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Forts mit dem Seras. Servus. Und heute probieren wir mal eine neue Mod aus. Die habe ich gerade beim Durchgucken von Mods gefunden, dass ich sie mal runtergeladen habe. Und zwar die Insane Psycho Weapons, was auch immer das sein soll. Wir wissen es nicht. Und wir haben gerade tatsächlich ein bisschen überlegt, was für eine Map wir spielen sollen. Und da nochmal der Aufruf: Wenn ihr Maps mal gemacht habt, selber, die ihr spielenswert findet, schreibt das bitte mal in die Kommentare und könnt auch, wenn ihr wollt, direkt den Link vom Workshop direkt reinposten. Es gibt wohl eine Community-Map von uns, aber da wurde uns nur, ich glaube, auf dem Discord war das nur geschrieben, ja, es gibt so eine Community-Map, aber niemand hat uns irgendwie gesagt, wie die heißt, wo die ist. Deswegen, wenn ihr Mods Schrägstrich Maps für uns habt, gerne einfach mal hier schreien und am besten direkt den Workshop-Link da lassen. So, gucken wir doch mal. Okay, es sind zwei. Ne, ah ne, wollte gerade schon sagen. Ne, da kommen noch ein paar Waffen. Okay, die hören sich schon sehr vielversprechend an. Warte mal. The Ford The Ripper. Ford Ripper Cluster, Alter. Cluster Nuke. Climate Toaster. Super Fire Binator. Beaminator 9000. Okay. Also, tatsächlich könnte ich mir vorstellen, dass die Map gut ist, weil meistens ist es so, wenn es eher wenige neue Sachen sind, dass die dann besser gebalanced sind. Zum Beispiel bei Endos Arsenal war das ganz gut. Dann hatten wir noch eins, zwei, wo es immer nur so drei, vier neue Waffen gab. Da funktioniert das meistens tatsächlich etwas besser. Aber gut, gucken wir mal, was uns heute erwartet. Nicht? Ja, ich bin gespannt bei den Namen. Ja, gut. Ach, das ist wieder so ein dämliches. Nee, ich sag nix. Machst es dämlich? Alles gut. Was hast du für ein Problem, Bub? Gar nichts, überhaupt nichts. Gut, dann fangen wir mal an zu schießen. Nein, Spaß. Was? Nein. Das langt erstmal. Ich weiß, das ist zu viel, Leute, aber ist okay. Hä? Was denn? Auch nix. Ja, gut, hast schon einen Plan? Ja, ich will was ausprobieren, aber. Aber hier nicht so irgendein Standard-Scheiß. Nö, 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 nö. Nee, nee, Alter, nee, du bist nee, aber mal nee. voll auf Eco. Haben sich irgendwie die anderen alten Sachen verändert? Nee, sieht nicht so aus. Aber hast du dir mal die Preise angeguckt von den Waffen? Ja. Ja. Also, da brauchst du eine Menge Speichermedium. Macht mir gerade so ein bisschen Gedanken. 1800, 1500, 1600. Ich glaube, das billigste ist echt der Super Fire Beaminator. Alter, habe ich da gerade draußen einen Frosch gehört? Ist nämlich schon wieder schlafen. Ja, wir haben ja bei uns beim Nachbargarten einen wunderschönen Froschteich, die dann immer Party machen im Sommer. Das ist doch schön. Das ist der Hammer. Besonders wenn es so richtig heiß ist und du die Fenster nachts offen haben willst. Okay,
wieder haben. Da kommen schon die schweren Waffenbays. Für wen? Bei dir? Nee. Ah, shit. Die Mod wäre gut in Kombination mit einer anderen, wo man die Batterien pimpen könnte. So, ja. Aber das wussten wir doch leider nicht. Das siehst du hart. Na gut, kann man mal aber fürs nächste Mal im Kopf behalten, falls wir die nochmal spielen sollten. Also die Waffen sehen ganz nett aus, zumindest von den Grafiken. Sie haben vor allem aber eine Custom-Grafik, das ist ja auch nicht immer so. Ich bin mal gespannt, wie zerstörerisch die wirklich sind, weil wenn das wirklich so One-Hit-Waffen sind, dann ist es einfach nur, wer am schnellsten baut. Durchaus möglich, ja. Grundstein gelegt. Alter, was hast du? Hä? Du kannst da hinten bauen? Hm. Ach lol, da kann man bauen. Wow. Gut zu wissen. Ich probiere das tatsächlich mittlerweile immer erstmal, weil es gibt einige Maps, also von den Custom Maps, wo das geht. Wow, hätte ich das mal gewusst, hätte ich meine Basis nicht so komisch verstrebt. Wow. Oh. Yep. Bin so voll kacke jetzt. Ja gut, dann schätze ich mal, dass du den ersten Schuss abgibst. Hast du schon irgendwas in der Mache oder was? Nee. Nee, überhaupt nicht. Also nichts, mit dem man schießen könnte. Ich muss jetzt mal gucken, wie das hier läuft. Warte mal. Ich hätte das hier gerne mal gehabt. Lol, man kann ja auch den ganzen Rücken des Tentakels runterbauen. Echt? Oh. Ja, aber das werde ich jetzt nicht tun, das ist ja voll assi. Krieg ich da mein Chor irgendwie hin? Nee. Ey, aber wenn du das schaffst, dann hast du verdient gewonnen. Aber jetzt muss ich mal anfangen, sonst kriege ich hier gleich tierisch auf die Schnauze. Das glaube ich halt eben leider nicht. Der muss so. Ja, ne? Und sonst so? Ja, Montag, ne? Was macht die Wirtschaft? Nein. Sie leidet immer noch. Du bist auch so ein Aktien
Mitspieler, sage ich mal. Mhm. Wie sieht's da bei dir aus momentan? Okay. Okay. Ja, die meisten, die ich kenne, fluchen momentan. Als das erste Mal mit Corona hier Zeug losging, da habe ich auch Verlust gemacht, aber hat sich alles wieder erholt, deswegen diesmal glaube ich cool. Zumindest ist das mein Plan. Alter. Die Waffen sind ziemlich groß. Wie soll ich das denn machen? Das ist eine verdammt gute Frage, ey. Hast du auch das Problem, dass du sie hier nicht platzieren kannst? Das ist eine verdammt gute Frage. Hey, willst du mich ver- Ich kann die eine zumindest nicht setzen. Das ist ja schon mal gut. Also, die Nuke ist für mich nicht setzbar. Gut. Ja, mehr oder weniger. Ich hätte gerne alles ausradiert. Vor was? Was gleich passieren wird. Naja, gleich ist relativ. Hast du schon eine gesetzt? Ja, aber... Weißt du eigentlich, wie lange die brauchen? Ja, die dauern sehr, sehr lange. Ja. Mod, finde ich. Ja, das ist halt so eine extreme Late-Game-Mod. Ich weiß nicht, ob die überhaupt so darauf ausgelegt ist, wie wir die gerade spielen. Ich glaub's eher nicht. Also ich kann mir das vorstellen, keine Ahnung, wenn du zu mehreren spielst, dass halt der letzte hinten sich irgendwie auf sowas konzentriert, weil so wie die Waffen klingen, sind das halt wirklich so One-Shot-Wonder. Ich hoff's nicht. Das hier kann sein, dass ich das nochmal umbauen muss. Okay, du hast eine riesige Eco im Vergleich zu mir. Das war das Einzige, wo ich mir gedacht habe, ja, da kannst du bei der Mod was mit anfangen, aber... Das hier gefällt mir noch gar nicht. Überall Stahl produziert wird ohne Ende. Hörst du meins auch, ja? Klong, 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 klong. Ah, shit. Dachte ich mir schon, dass das passiert. Mhm. War jetzt nicht so berühmt, muss ich sagen. Nee. Das ist jetzt irgendwie ungünstig. Also, nicht einer meiner Ventilatoren, der dahinter steht, ist kaputt gegangen. Das ist nicht so gut. Aber, ich bin interessiert daran, also du hast eine Menge von der Infrastruktur zerstört. Nicht die Ventilatoren, aber alles andere. Also hier Stahl und Holz. Okay. Ich glaube, das ist halt echt so eine Antimaterialwaffe, die du gerade hast.
Wow, aber ich muss sagen, das hat einen ganz schön guten AOE. Okay. Ich habe Ventilatoren auch in diesem Dreier-Nubbel oben drauf auf meiner Base, ja? Alter. Was war denn das jetzt? Ach, nix. Du hast gehört, was ich gesagt habe? Nee, sorry, ich habe gerade... Ja, ich weiß, du wolltest das Spiel gerade beenden, indem du die zweite Waffe abfeuerst. Nee, das ist immer noch die erste, aber die braucht so viel Strom. Oh, Alter, wie schnell kann die feuern? Ja, das hat mich halt auch gerade mega verwirrt, muss ich sagen, aber ja, sie kann recht schnell feuern. Dingsbums. Jetzt guck mal, warte mal kurz, bevor du das nächste Mal feuerst. Du siehst auch oben auf meiner Base sind doch diese drei einzelnen Felder. Ja. Und selbst die hast du beschädigt. Also echt? Das Ding hat einen ziemlich großen... Ja, ja. Okay, das ist viel. Ja. Boah, Alter, was ein Energy Drain das Zeug hat. Das ist ja heftig. Okay, jetzt muss ich mal, aber hier muss ich mir jetzt was einfallen lassen. Scheiße. Aber das gefällt mir nicht. Das kommt weg, das kommt weg. Ey, willst du mich veräppeln? Ich geh mal kurz 2 Minuten, um mich zu erholen. Nee. Ich will mal schießen jetzt. Ich hab einen scheiß Richtbereich, ey. Oh, Gott sei Dank, ey. Shit. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht so gut. Nie in Panik gebaut. Ich bin dran. Alter. Alter, was ein AOE. Krass. Oh mein Gott, das ist wie diese dämliche Minigun, die du mal hattest. Okay, die ist interessant. Ja. Ich würde ja furchtbar gerne die Nuke ausprobieren, aber ist halt nicht, ne? Okay. Ja gut, das war's eigentlich, ne? Nee, meine hat aber nicht so einen schnellen Reload wie deine. Puh. Da sieht man es halt wieder. Weißt du, ich mit meinen Schilden kann mich perfekt gegen deine Laser verteidigen. Mal abgesehen, du würdest jetzt EMP-Raketen bauen. Ja, die hast du gerade gekillt. Hey, immerhin, ne? Alter. Das nicht. Oh Gott. Oh Gott sei Dank. Aber meine Herren, ne? Hörst du das? Ich will nicht wissen, was es ist. Dein Laser ist wieder schussbereit. Das ist ja gut. Man hört es. Das finde ich lustig. Ja, gut. So, was macht das jetzt? Mhm.
Davon abgesehen, dass ich mich komplett selbst anzünde. Alter, die ist ja noch viel asozialer als meine. Also mal ganz ehrlich. Okay. Also what the heck? Ja, das war's. Ist das ein normaler? Ja, also das war's. Mach mich fertig. Schieß auf meinen Laser mit deinem, auf meinen Kern mit deinem Laser. Das Problem ist der Richtbereich von meinem Laser. Dann mach den Stahl vor deinem Laser weg, diese Zacke vor der Tür. Ja, aber du hast doch auch noch eine fette Waffe, oder nicht? Ja, aber ich habe keine Eco, du hast alles weggeschossen. Also ich bin komplett offen. Okay, ja, die Waffen... Ich kann nicht mal mehr reparieren. Okay. Also mir fehlen noch ungefähr 15.000 Energie zum Feuern. Und ich lade gerade auf mit 28. Davor war ich bei 150. Also gönn dir. Du brauchst doch keine EMP-Raketen mehr bauen. Hier, ich mach auf. Schieß einfach, das ist vorbei. Ja, also schieß einfach, das ist so einfach gesagt, ne? Ich hab keinen Strom. Willst du mich verarschen? Ja, aber mal ehrlich, was machst du denn gegen diese Flammenwaffe? Das ist eine hervorragende Frage. Wow. Also mein Strom ist gerade... Ja, ne? Was ist denn da gerade Platz? Meine ganze Batterie? Oh. Okay. Ja, interessante Mob, aber alleine ist sie super langweilig. Ja, also ich glaube, zusammen mit der Mod gegen andere könnte mehr Spaß machen. Deswegen, warte mal, ich möchte jetzt noch was 1 ausprobieren. Und jetzt machen wir mal eine schnelle Runde. Das wollte ich schon immer mal machen. Gib mir mal bitte eine andere Mob. Jetzt zeige ich das auch schon. Aber bitte auf einer flachen. Nimm mal die Map, die wir das letzte Mal hatten. Ich will mal gucken, ob wir diesen Atomraketenwerfer bauen können. Wer ihn zuerst baut. Achso, du willst die Mod quasi. Achso, ja. Ich. Ja. Ah, okay, Moment, dann muss ich wieder reinmachen. Wie hieß die? Irgendwas mit. Completely insane. Insane Psycho Weapons. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Jo. Geht's los? Geht los. Ja. Alter Falter, das ist jetzt ungewöhnlich. Das stelle ich mir in einem 2 gegen 2 oder 4 gegen 4 echt stressig vor. Oh ja. Alter, MG-Schütze, wer mag dich denn? Also, wie spielen wir denn jetzt? Wollen wir diese Waffen benutzen, oder? Also, ich werde jetzt versuchen, diese Waffe zu bauen. Wenn du mich vorher mit was anderem fertig machen willst, kannst du das gerne tun. Das ist halt die Frage, ne? Ich will halt unbedingt diesen Werfer mal ausprobieren, weil die Beschreibung lässt mich ja ahnen, dass wir beide sterben, wenn ich ihn abfeuer. Toll. Habe ich so schon mal gespielt, dass man unendliche Ressourcen hat? Ich bin mir nicht also sicher. Also ich nicht. Wie zieh schon heute. Nett. Ich meine, man muss halt echt nichts bauen, ne? Ja. Du kannst auch fröhlich flockig einfach jedes Technologiezentrum bauen. Das ist tatsächlich schon ordentlich was wert, glaube ich.
Oh mein Gott. Was denn? Ach nichts, du kannst ja völlig Riot gehen mit Metall und allem. Hm. Ja, völlig bescheuert. Und du musst ja nicht mal Sorgen darüber machen, dass es zu teuer wird in der Reparatur. Das stimmt. Oh mein Gott, ist das bescheuert. So, komm, bau mal fertig. Was? Ich will die hier. Ach du Scheiße. Geht das nicht? Stressig finde ich es jetzt aber trotzdem auch schon, ey. Ja, ja, also Spaß geht anders. Ich wollte gerade anfangen, Batterien zu bauen, ey. I don't trust you. Ernsthaft. Du kommst mit deinem bescheuerten Schild. Mit deinem bescheuerten Portal. Ja, irgendwas muss ich ja dagegen machen können. Alter, Spiel. Verarsch mich nicht. Oh, wie ich es hasse. Nicht rum. Wer, ich? Hey, meine Base. Wobei, das ist, glaube ich, nicht so clever, aber gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Was ist das? Nix. Und das? Oberflächliche Kosmetik. Okay, also... Die Schilde fanden, die Portale fanden das überhaupt nicht gut. Ja, ich hab's gemerkt. Ich wollte die eigentlich nur ausmachen, weil ich habe keinen Bock, meinen eigenen Scheiß anzukriegen. Das ist... verwundert mich jetzt tatsächlich ein bisschen. Alter. Kacke. Alter, mit was ballerst du denn da? Also das solltest du ja wohl kennen. Ist das ein 20er oder was? Das ist ein ganz normaler 20er. Ach so, ich hab, weil das so Aua gemacht hat, aber... Ja gut, ich hab deine Waffe explodieren lassen, dadurch sind die Schilde, die Portale kaputt gegangen. Ja, das war echt dumm, dass ich das Ding da vorgepatscht hab. War's. Weil sonst wäre ich da, glaube ich, nicht durchgekommen. Keine Ahnung, probieren wir es einfach mal, was passiert. Ja, ne? Ja, ne? Ist ganz geil.
Ja, letzte Runde hatte sie halt leider nicht den gewünschten Effekt. Aber die lädt relativ langsam nach. Kein Problem. Oh, ganz schlechtes Timing. Ganz schlechtes Timing. Was denn? Nix. Fuck, 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 fuck. Ach du Scheiße. Oh, Alter, jetzt bin ich echt okay, ich muss sagen, es sieht verdammt cool aus. Okay, wo ist sie hin? Oh mein Gott, ich hab Scheiße. Ich rechne jetzt halt einfach mit so einer Core-Explosion, ne? Alter, wie lange braucht die denn? Hoffentlich eine Weile. Alter. LOL! Ach du Scheiße. Drei Core-Explosionen. Ja. Das Protokoll, eine habe ich auch abbekommen. Ja, ne? Ja. Vielleicht hätte ich mehr AA bauen sollen. War ja quasi mit Ansage. Ja, aber ich weiß nicht, ob man die so wirklich zerstören kann. Boah, es ist einfach so schief jetzt alles. Frag mich mal. Ich weiß ja nicht, was ich jetzt noch machen kann, ne? Mich wundert, sie hat einen Kern, ist tot, ne? Nee. Die leben beide noch? Ja, der eine ist ganz schön angedutscht, aber... Ja gut, wenn die nächste kommt, ist durch. Was war das für ein Geräusch? Alter! Gar nichts. Scheiße, mein Turm macht gleich einen Abgang. Das ist der Plan. Schnell, Stützkonstruktion. Oh Gottes Willen. Das damaged, by the way, meine Kerne. Gott sei Dank hat es irgendeinen negativen Einfluss. Auf, Freunde. Oh. LOL. Es teilt sich dann nicht mal mehr. Gott sei Dank. Okay. Unexpected. Ändert leider nichts an der Tatsache, dass es mir echt nicht so gut geht. Dagegen. Wie gesagt, finde ich nicht so gut. Möchtest du deinen Turm nicht einfach mal langsam fallen lassen? Nein. Vergessen. Warum kann ich jetzt hier keine Tür mehr hinbauen? Ach doch.
Oh nein! Scheiße. Alter, aber die röstet dir ja so deine eigene Base. Ja. Aber finde ich gut, dass wir halt irgendwie auch einen negativen Effekt für einen selbst haben. Ja. Und nicht einfach nur Badass und nach mir die Sintflut. Ja, da ist nichts mehr. Alles tot. Okay, wie können wir das schnell lösen, das Problem? Wie können wir das schnell lösen? Durch. Die gehen nicht auf On Impact, die gehen durch. Erste haben, die haben Penetration. Ja, das ist ein Bunkerbuster. Wait. Einer deiner Kerne lebt noch. Ja. Unexpected, aber auch okay. Nein, ich baue doch gerade den Atomraketenwerfer. Habe ich gerade einen Bug im Spiel gefunden? Alter, wie viel Health hat der bitte? Ich glaube, ich habe gerade einen Bug im Spiel gefunden. Ist der nicht zerstörbar? So, wie ich mich... Doch ist er. Oh, und er macht auch hässliche Explosionen. Ich sehe es gerade. Scheiße. Naja, Alter, sollte... Ja, also, ich muss ganz ehrlich sagen, die Waffen tragen ihren Namen zurecht. So ein bisschen. Ja, wir hoffen, euch hat es gefallen, dass wir mal was Komisches ausprobieren. Falls ihr noch Ideen für Mods habt, wie gesagt, und Maps, ne, wisst ihr Bescheid, schreibt es in die Kommentare. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao, ciao.